Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft bei meinen speziellen Neuerscheinungen für den Monat Juni. Und neben tollen Neuerscheinungen hoffe ich natürlich auch auf einen wunderschönen Sommermonat, der uns hoffentlich mit Hitze und Sonne ein bisschen bespaßen wird. Ich habe bei den Neuerscheinungen ein bisschen recherchiert und habe mal wieder 5 Bücher für mich interessant und hoffentlich auch für euch herausgepickt, die ich euch nun vorstellen möchte und auf die ich mich im Juni besonders freue. Und ich denke, wir starten einfach direkt mit dem ersten Buch, das am 2. Juni erscheinen wird, und zwar Das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Musso, ich hoffe, man spricht ihn so aus, also Wilhelm Musso sozusagen. Ja, ich bin ja letztes Jahr über sein neuestes Buch 24 Stunden ein bisschen zu Musso gekommen und habe auch, glaube ich, schon 3 oder 4 Bücher von ihm gelesen, habe auch noch ein bisschen was auf dem Sub, freue mich aber auf Das Mädchen aus Brooklyn, welches broschiert 17 € kosten wird und im Pendo Verlag erscheinen wird und knapp 500 Seiten hat. Um was es geht, verrät natürlich der Klappentext. Raphael ist überglücklich. In wenigen Wochen wird er seine große Liebe heiraten. Aber wieso weigert sie sich beharrlich, ihm von ihrer Vergangenheit zu erzählen? Während eines romantischen Wochenendes an der Côte d'Azur bringt Raphael sie dazu, ihr Schweigen zu brechen. Was Anna dann offenbart, übersteigt all seine Befürchtungen. Sie zeigt ihm das Foto 3er Leichen und gesteht, das habe ich getan. Raphael ist schockiert. Wer ist die Frau, in die er sich verliebt hat? Doch ehe Anna sich ihm erklären kann, verschwindet sie spurlos. Raphael bittet seinen Freund Mark, einen ehemaligen Polizisten, um Hilfe. Gemeinsam setzen sie alles dran, seine Verlobte wiederzufinden. Der Beginn einer dramatischen, atemlosen Suche nach der Wahrheit, die sie bis in die dunklen Straße von Harlem und Brooklyn führt. Ich finde, das klingt fast schon wieder wie ein typischer Musso. Man hat so den Anfang einer Liebesgeschichte, merkt aber doch recht schnell, dass es dann in eine Art Thriller, vielleicht auch Krimi, Verfolgungsjagd irgendwie enden könnte. Und ich finde diese Vorstellung sehr, sehr spannend, dass man den Menschen kennenlernt, sich in diesen verliebt, sogar heiraten möchte und aber dann irgendwann merkt, so richtig alles weiß ich über diesen Menschen gar nicht und wer kann tatsächlich alles über einen anderen Menschen wissen. Und wenn der dann einem auch noch offenbart, ich habe da ein paar Leute umgebracht, ich glaube, da können wir alle mal so ein Stückchen drüber nachdenken, wie wir das fänden. Und ich finde das wirklich äußerst spannend und glaube, dass das Musso wirklich ganz, ganz toll erzählen kann. Ich überlege, ob ich das Buch lesen werde oder mir dann vielleicht über mein Audible-Abo holen werde, weil mir das wirklich auch beim Musso, wenn der Sprecher gut ist, immer gefällt. Aktuell konnte man noch nicht herausfinden, wer es sprechen wird. Aber ich weiß, dass ich habe schon 2 Musso gehört und ich glaube 2 gelesen und dass mir da die Sprecher immer zugesagt haben. Und ich kann mir das wirklich als eine tolle Geschichte vorstellen, die man bei Sonnenschein liest und die einen dann aber so ein bisschen in die Abgründe mitnimmt und man aber selbst eben in der Sonne liegt. Ich finde so einen Kontrast immer ganz schön und freue mich da auf das neue Buch von Musso. Auf das nächste Buch freue ich mich auch sehr, dann anlässlich des 125-jährigen Geburtstages von Tolkien wird Beren und Lucien neu aufgelegt mit wunderbaren Illustrationen von Alan Lee, den man ja schon aus den anderen Büchern, wenn sie illustriert sind, denn kennt. Das Buch wird am 10. Juni erscheinen und wird als gebundene Ausgabe 22 € kosten und die Geschichte hat knapp 320 Seiten und erscheint im Klett-Cotta Verlag. Und Beren und Lucien ist vielleicht schon den Menschen bekannt, die den Herrn der Ringe kennen, nicht nur gelesen. Ich glaube, es kommt auch in der Filmfassung, in der normalen Filmfassung auch vor, dass uns Aragorn im Grunde schon die Geschichte in einem Lied eigentlich erzählt oder er ein Lied anstimmt und Frodo ihn dann fragt, um was geht dieses Lied, und uns dann Aragorn erzählt, dass es eben um Beren geht, einen Menschen, und um Lucien, eine Elbin, und um die große Liebe, und die sich ja mit seiner Liebe zu Arwen im Grunde wiederholt. Und diese Geschichte ist einfach eine wunderschöne Geschichte und ich habe sie schon 2-3 Mal gelesen, weil sie
natürlich auch relativ kurz ist und man sie wunderbar auch einfach mal so, wenn man Heimweh hat nach Mittelerde, lesen kann. Und sie ist wirklich unglaublich toll geschrieben und sie hinterlässt auch ein ganz wunderbares Gefühl in einem. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese Geschichte, denn wir haben hier, so heißt es im Klappentext, ein dramatisches Schicksal überschattet die Liebe von Beren und Lucien. Er ist ein Sterblicher, während sie eine unsterbliche Elbin ist. In seiner tiefen Abneigung gegen alle Menschen zwingt ihr Vater, ein Elbenfürst, Beren eine unlösbare Aufgabe auf. Bevor dieser Lucien heiraten darf, muss er von Melkors Krone einen Simmeril rauben. Der schwarze Feind, auch genannt Morgoth, setzt die fürchterlichsten Kreaturen, skrupellose Orks und schlaue Wölfe gegen Beren ein. Aber die Liebe zwischen Lucien und Beren reicht buchstäblich über den Tod hinaus. Und das ist eine Wundergeschichte, ich glaube auch aus dem Silmarillion. Und Morgoth ist im Grunde der vorangegangene Bösewicht sozusagen, bevor wir, was wir dann eben in dem Herrn der Ringe kennen, also im dritten Zeitalter. Und ja, das Silmarillion, dieser Stein, den im Grunde dann auch Beren im Grunde rauben soll, ja, hat so seine ganz eigene Geschichte. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ich sehr, sehr mag und ja, die einen wirklich tief beeindruckt. Und jeder, der vielleicht ja, den Herrn der Ringe schon kennt und der möchte etwas ganz, ganz anderes in Mittelerde erleben, der ist, denke ich, hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Und die gebundene Ausgabe, ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf und sie wird meine Sammlung da oben auf jeden Fall ja, bereichern. Das dritte Buch ist dann Die neunte Stadt von J. Patrick Black. Das Buch erscheint am 3. Juni im Heine Verlag, wird rund 800 Seiten haben und broschiert 17 Euro kosten. Hier bin ich tatsächlich so ein bisschen durch dieses wunderbar rote Cover aufmerksam geworden, was es mir direkt angetan hatte und ich sehr, sehr gespannt war, um was es denn in Die neunte Stadt geht. Und wir sind hier so ein bisschen Science-Fiction-mäßig unterwegs und ich finde auch den Klappentext mega spannend. 500 Jahre nach der Invasion. Die Erde in der Zukunft. Ausgerechnet am Valentinstag wurde die Menschheit von einer unbekannten, mächtigen Alien-Spezies angegriffen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Länder zerstört und Städte den Erdboden gleichgemacht. Und doch waren die Menschen nicht völlig wehrlos. Denn der Angriff der Alien stattete sie mit einer Macht aus, die sie bisher ins Reich der Magie verband. Hatten. Nun, 500 Jahre später tobt der Kampf um die Erde noch immer und das Schicksal der gesamten Menschheit ruht auf den Schultern von 8 ungleichen Helden. Dies ist ihre Geschichte. Und die Idee, dass eben Aliens auf die Erde kommen, ist natürlich jetzt nichts Neues, aber dass wir Menschen durch diese Invasion eine besondere Kraftgabe bekommen, finde ich tatsächlich sehr außergewöhnlich und sehr anders. Und es klingt nach etwas sehr, sehr Spannendem. Man muss natürlich sagen, 800 Seiten zu füllen, die spannend bleiben, ist auf jeden Fall eine große Aufgabe und ich hoffe, dass das J. Patrick Black hinbekommt und es nicht ellenlose Schlachten sozusagen oder Kämpfe in irgendeiner Art und Weise gibt, sondern schon ein bisschen dieser Sci-Fi-Gedanke dahinter bleibt. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte und ja, ich bin ein kleines Science-Fiction-Mädchen und mag das immer mal wieder sehr, sehr gerne und finde den Klappentext hier wirklich sehr, sehr spannend und freue mich da unglaublich drauf. Wie auch auf das nächste Buch, denn das ist ja das alljährlich erscheinende Buch von Paige Thun, Endlich Dein, welches am 22. Juni erscheinen wird im Fischer-Krüger Verlag, 430 Seiten hat und broschiert 15 Euro kosten wird. Schon seit Jahren bin ich ein doch recht großer Fan von Paige Thun, habe alle Bücher gelesen, sowohl ihre Frauenliteratur als jetzt auch die Jugendbuchreihe und ich bin immer wieder begeistert, was sie für Lebensgeschichten beschreibt. Tatsächlich war die im letzten Jahr so gar nicht meine Geschichte, da war ich sehr, sehr enttäuscht, dass mir diese so gar nicht gefallen hat, dass mich die gar nicht begeistern konnte. Daher bin ich jetzt natürlich in diesem Jahr sehr gespannt, ob Paige Thun wieder zu sich selbst gefunden hat und mir eine wunderbare Geschichte beschert, denn der Klappentext klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Gibt es den falschen Zeitpunkt für die große Liebe? Der 8. Roman von Bestsellerautorin Paige Thun, aufregend, romantisch und absolut berührend. Als Bronte und Alex sich in London bei einem Junggesellenabschied kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie verbringen eine atemberaubende Nacht miteinander, doch Bronte wird wenige Tage später nach Australien zurückfliegen, wo sie als Bildredakteurin bei einem Magazin arbeitet. Und Alex wird sich mit Sarah verloben, mit der er schon seit Jahren zusammen ist. Aber diese eine Nacht können sie beide nicht vergessen. Über ein Jahr später nimmt Bronte einen Job in London an.
an. Gleich am ersten Tag trifft sie auf ihren neuen Kollegen, Alex. Bronte spürt sofort, dass da noch etwas ist. Aber Alex tut so, als sei nichts. Um sich abzulenken, nimmt Bronte Aufträge als Hochzeitsfotografin an. 12-mal ist sie dabei, als sich glückliche Paare das Ja-Wort geben. Doch dann kommt Auftrag Nummer 13, die Hochzeit von Alex. Und das klingt nach einer wunderbar leichten, sommerlichen Geschichte über Liebe, die irgendwie gefühlt immer zur falschen Zeit passiert, man sich das selbst nicht eingesteht und man immer irgendwie auf der falschen Seite der Geschichte als Protagonist steht. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, ob Paige Toon mich hier wieder packen kann, ob sie mich zum Lachen bringt, zum Weinen bringt, ob mir die Geschichte, ja, die Emotionen hervorruft, die ich gerne bei Paige Toon einfach habe. Und ich bin hier einfach sehr, sehr neugierig und hoffe einfach, dass es wirklich was Schönes und Gutes wird und dass mich die Geschichte ja im Grunde einfach so begeistern kann, wie es vorher der Fall war, vor diesem Buch vom letzten Jahr, was ja wirklich nicht mein Buch gewesen ist. Und ja, dann das letzte Buch für den Juni, das mich interessiert, erscheint am 23. Juni im Rowohlt Taschenbuch Verlag und ist das neueste Werk von Karina Bartsch. Nachtblumen wird als Taschenbuch 10 Euro kosten und um die 544 Seiten haben. Ja, Karina Bartsch ist vielleicht manchen ein Begriff. Sie war ja sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Reihe Kirschroter Sommer, Türkisgrüner Winter. Eine Geschichte, die ich damals unglaublich schön fand, die sehr emotional war, die wirklich mir ja wirklich in toller Erinnerung geblieben ist. Eine Geschichte, die ich auch schon 2-mal gelesen habe und ich immer wieder diese Liebesgeschichte ja ganz, ganz toll fand und sie einfach so witzig war, intensiv war, frech war, modern war und ja, mir gut gefallen hat. Und ich habe mich schon immer mal gefragt, wann kommt denn vielleicht von der Autorin mal wieder etwas Neues? Es gab dann noch Dreimal Liebe, eine Art Kurzgeschichtensammlung mit 3 Liebesgeschichten, die auch sehr, sehr schön war, aber Kurzgeschichten sind eben nicht immer ja jeder Autors Stärke. Und so habe ich wirklich so ein bisschen ein Auge offen gehalten, ob ich von Karina Bartsch mal was entdecke und war jetzt sehr, sehr froh, dass ich bei Rowohlt etwas entdeckt habe und auch der Klappentext klingt ja sehr, sehr schön. Auf jede Nacht folgt ein Tag. Das Leben könnte so einfach sein, wäre es manchmal nicht so verdammt schwer. Jana schläft am liebsten unter dem Bett. Colin friert gerne. Jana wünscht sich vertraute Menschen um sich herum. Colin möchte mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Auf Sylt begegnen sie beide in einem Wohnprojekt und leben für die nächsten 2 Jahre Zimmer an Zimmer. Da ist eine Mauer, die sie trennt und eine Tür, die sie verbindet. Nach dem Bestseller Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter erzählt Karina Bartsch hier eine sehr berührende Liebesgeschichte zwischen 2 Außenseitern. Gefühlvoll, authentisch und atmosphärisch. Und das stelle ich mir tatsächlich sehr cool vor, dass eben 2 Menschen in 2 Räumen wohnen nebeneinander und, wie es so schön formuliert ist, eine Mauer haben, die sie trennt, aber eine Tür, die sie verbindet. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese beiden Charaktere ja auf uns wirken, wie sie gezeichnet sind, ob sie sehr tiefgründig sind, ob man da wirklich mitgehen kann, ob man mitfühlen kann, und ich freue mich darauf. Karina Bartsch hat mich mit diesen beiden anderen Büchern wirklich sehr, sehr begeistert und ich hoffe, dass sie das mit diesem Buch eben auch einfach schafft. Und die Wartezeit sozusagen ja seit diesen beiden Büchern war ja doch relativ lange und hoffe dann natürlich einfach, dass da was Tolles dabei herauskommt. Und ich ja, bin einfach gespannt, vielleicht seid ihr es ja auch und kennt vielleicht auch die Bücher von Karina Bartsch und seid ebenso neugierig wie ich. Und das waren sie jetzt auch schon, die 5 Bücher für den Juni, die ich unglaublich spannend finde. Vielleicht war ja das ein oder andere Buch auch für euch interessant, beziehungsweise habt ihr vielleicht eigene Neuerscheinungen, die ihr ja auch einfach mit uns teilen wollt, dann natürlich gerne einfach in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich hoffe, ihr hattet nun Spaß mit dem Video. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss, eure Steffi.